Während der Beförderung ist ein Fahrzeugsitz der sicherste Platz im Auto. Wegen der serienmäßig stabilen Verbindung zwischen Fahrgastsitz und Karosserie können bei einem Aufprall die Kräfte gezielt aufgenommen und in den Fahrzeugboden abgeleitet werden. Das ist auch mit dieser fest in den Bodenschienen verankerten Sitzbank gewährleistet. Am sichersten sitzt man auf einem normalen Fahrzeugsitz mit einem integrierten 3-Punkt-Sicherheitsgurt. Daher sollten Personen, die für ihre Mobilität auf einen Rollstuhl angewiesen sind, möglichst auf einen normalen Autositz umgesetzt und mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs gesichert werden. Wenn Sie Ihren Fahrgast mit dem im Fahrzeug eingebauten 3-Punkt-Gurt sichern, beachten Sie bitte Folgendes. Für das Anlegen des Gurtes sollte die Rückenlehne senkrecht stehen. Das verhindert den Submarining-Effekt, das heißt das Durchrutschen unter dem Gurt. Der Gurt darf nicht verdreht sein und muss eng anliegen. Daher sollte dicke Kleidung abgelegt oder so angehoben werden, dass der Gurt unter dem Kleidungsstück verläuft. Der Beckengurt sollte knapp über den Beckenknochen, auf keinen Fall im Bauchraum sitzen. Der Schulterschräggurt sollte mittig über das Schlüsselbein verlaufen. Keinesfalls darf der Gurt am Hals liegen. Nutzen Sie zum Anpassen des Gurtverlaufes gegebenenfalls ein Sitzkissen. Ziehen Sie abschließend erst den Beckengurt und dann den Schulterschräggurt nach, damit Ihr Fahrgast nicht mit zu lockeren Gurten unterwegs ist. So wird die Gurtlose vermieden, das heißt, bei einem Aufprall fängt der Gurt die gesicherte Person unmittelbar ab. Wenn Sie die vorgenannten Punkte beachten, haben Sie Ihre Fahrgäste bestmöglich gesichert.